So, dann werden wir mal in den Raum hier reingehen. So. Okay, ein Haufen Fallgruben. Und ich höre Flügelschlag. Das Erste, was ich mal mache, ist hier runterhüpfen. Okay, hier ist nichts. Außer dem einen Knopf, den ich gerade gesehen habe. Und ich höre Flügelschlag, ich höre den Teleporter. Okay, da ist ein richtiger Vibeworm, vor dem wir uns in Acht nehmen sollten, denn seine Blitzangriffe sind böse. Den sollten wir zuerst ausschalten. Gut. Der ist tot. Dann können wir uns nun um den kümmern. So, und gucken, was wir bewacht haben. Eine Feuerbombe ist schon mal nicht schlecht. Du isst was. Feuerpfeile. Die nehmen wir auch mal mit. Sonst irgendwas bewacht? Nö. Okay, wieder hoch. Dann geht's jetzt darum, hier drauf drücken. Ja genau, das kenne ich doch auch noch irgendwo her. Da muss man die richtige Kombination drücken, um hier rüber zu kommen. Was steht hier? Eine unsichtbare Hand führt da, gibt deinen Weg vor. Ja, noch ein Blitzbolzen. Auch mal mit. Den Blitzpfeil besser gesagt. Was machst du? Okay, du machst hier was. Kann ich dich denn auslösen? Ja, kann ich. Okay, ich kann was darüber werfen. Wenn ich den hier drücke, wird das, was da drauf lag, wegteleportiert. Nein, das wollen wir so nicht. Ja. Ups. Das war falsch. Wieder hoch. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rumdrücken. Und hier wieder was Neues drauflegen. Was halten wir denn da? Nehmen wir einfach einen normalen Pfeil. Und wenn wir hier drauf gehen, geht irgendwas auf. Wir kriegen wieder Besuch von einer normalen Krexe. Dann bleiben wir jetzt einfach hier stehen, bevor der Vibeworm kommt. Da kommt noch eine Krexe raus. Ja, kannst du ruhig herkommen. Komm hierher, geflattert. Warum frierst du dich ein? Das ist gemein. So, jetzt brauchen wir schnell einen Eiszauber. Jawoll. Ich sollte nicht mehr den Speer benutzen lassen und ich hätte da nicht stehen bleiben sollen. Wow, das war ein schöner Backstep. Wie kommen wir jetzt darüber? So kann man es aufmachen. Ja. Wieder hier rein. Jetzt sind wir hier drüben. Das war auch nicht so, wie es geplant war. Heben wir das Zeug mal da runter.
Nö. Nun können wir wieder darunter hüpfen. Das ist eine verdammte Sackgasse ist. Okay, das klappt alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber das klappt jetzt einigermaßen. Step, gut. Und eine tote Blitzechse. Eine Turmnotiz. Ah ja, genau, die habe ich gemeint. Und zwar hier steht, ich lagere einige meiner überschüssigen Hördercaps, also diese Pilzstücke hier, in einem nahen Raum. Ich bin nicht sicher, was die genaue Reihenfolge an Ereignissen ist, welches die Tür geöffnet hat. Aber ich denke, man muss drei Sachen tun. Und ich bin mir sicher, an einem Punkt muss man den Hebel sehr schnell ziehen und bewegen und ihn dann in der oberen Position stehen lassen. Ich hoffe, das Essen ist nicht verdorben. Nein, verdorben ist es sicher nicht, aber es hat uns angegriffen. Was hat das jetzt gemacht? Das hat irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht genau was. Gibt es hier drüben noch so eins? Ja. Okay, davon scheint es mehrere. Zu geben zu noch einem Secret. Was steht hier? Setze das Gewicht an jede Tür, hä? Okay. Ist das ein Rätsel, um alle zuzubekommen? Ich drücke jetzt hier mal ein bisschen wild rum. Was passiert, wenn ich die hier wegnehme? Bringt das dann was? Jetzt sind alle offen. Das ist ein seltsames Rätsel. Wenn das überhaupt ein Rätsel sein soll. Jetzt sind alle offen. Mal probieren, wieder was hier drauf zu legen.
Okay, das öffnet alles. Nö, ich passe mal lieber. So, jetzt können wir das hier wieder wegnehmen. Fackel geht langsam wieder aus. Können wir das wieder abschalten? Nö. Also das macht die hier an und aus. Okay. Das macht alle wieder aus, wenn fast alle an sind. Ah ja, nur auf die ich bis jetzt gehüpft bin. Gucken wir mal. Da war ich schon drauf. Ich war, glaube ich, auf einem von der oberen Reihe noch nicht. Da war ich auch schon drauf. Und es geht noch was auf. Die Schriftrolle vom Schockpfeil. Ah ja. Sie braucht was zu essen. Der bringt Spellkraft plus 1. Ja, aber ein interessantes Rätsel. Ich hätte gedacht, man müsste hier alles grün machen, aber war nicht der Fall. Hm. Ziemlich viel Rumprobiererei. Na gut. Hier lang. Hier ist der Einsturz und dahinter höre ich Flügelschlag. Und werde auch gleich von was Flügelschlagendem begrüßt. Von sehr viel Flügelschlagendem. Und da ist noch so eine Blitz-Echse, die auch noch aua, böse Schaden macht. Oh, das war ein guter Crushing Blow. Hier war vorhin der Schneckenkönig. Der ist jetzt hier nicht mehr. Dafür ist jetzt hier der blaue Kristall. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, hier geht's weiter. Gucken wir doch mal. Ja, hier geht's definitiv weiter ins Verderben. Aber ein Verderben, mit dem wir einigermaßen zurechtkommen. Wow. Tür zu machen. Blitzbombe. Und ich höre noch so einen hier rum. Räuchen. Ich muss noch aufpassen,
dass nicht hinter mir gleich einer auftaucht. 4 Schaden wie Nietzsche. Von diesen Riesenkrabben. Noch eine Blitzbombe. Und hier ist die andere Seite von dem Einsturz. Okay. Schurike. Irgendwo ein Secret. Scheint nicht so der Fall zu sein. Nur diese eine Ecke. Ja, jetzt hat mich gerade die Steuerung veralbert. Hier sind Deserted Tunnels. Hier sind Chamber of Pits. Und noch ein Pergament von Lord Peril. Okay, das lese ich jetzt noch vor. Nee, das lese ich lieber in der nächsten Folge vor. Wenn ich so auf die Zeit achte. Ich würde sagen, hier an der Stelle speichere ich erst einmal. Und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich.